Gut, können wir wieder anlaufen lassen? Alles klar. Okay, also dieser Claymation-Film, der zeigt ganz gut eine populäre Version des Höhlengleichnisses. Und man kann an dem ganz gut zeigen, dass, was für Elemente man beachten muss bei dem Höhlengleichnis, die sich eben zum Teil auch von dieser populären Version unterscheiden. Erstmal gibt es einige Besonderheiten, auf die ich hinweisen will. Bei Platon steht ganz klar, dass in der Höhle keine echten Gegenstände vorbeigetragen wurden, sondern wiederum nur Abbilder und Bildsäulen, die wiederum Abbilder von den echten Gegenständen außerhalb der Höhle sind. Also in der Höhle gibt es keine echten Kamele zum Beispiel, sondern gibt es höchstens Kamelstatuen, die da vorbeigetragen werden. Im Bereich der sichtbaren Welt gibt es eben nicht die Ideen, sondern die gibt es nur außerhalb der Höhle. Zweitens sagt Platon auch, dass der Zurückgekehrte sich lächerlich macht, wenn er versucht, die Schattenbilder zu deuten. Darin sind die in der Höhle sind, inzwischen Experten. Und wenn er da jetzt bei diesem Spiel wieder mitspielen will, dann macht er sich lächerlich. Also der Weise sozusagen zeichnet sich oft dadurch aus, dass er in der profanen Erfahrungswirklichkeit sich gar nicht so gut zurecht kennt wie die anderen. Und wenn er versucht, die anderen aus der Höhle herauszuschleppen, dann werden sie ihn, wie Platon sagt, sicherlich umbringen. Ja? Das heißt, man soll und darf, und es hat keinen Sinn und setzt sich nur Gefahren aus, wenn man den Dummen, die noch nicht die Einsicht gehabt haben, versucht, die Einsicht nahezubringen. Ausdrücklich wird eben bei Platon der Bereich außerhalb der Höhle mit dem Bereich des nur geistig Erkennbaren gleichgesetzt. Und dort strahlt eben die Sonne auf die Gegenstände, also die Ideen, ne? Also im Gleichnis die Gegenstände, was es bedeuten soll, die Ideen. Und das höchste Prinzip ist die Sonne, die soll verdeutlichen die Idee des Guten. Hier erkennen wir eben doch nochmal ganz klar das Erbe des Sokrates, Kernidee und Kernbesorgnis der Philosophie ist und bleibt die Frage des Guten. Also es ist nicht die Idee des Seins oder die Idee der Unwandelbarkeit oder irgendwie sowas, sondern die Idee des Guten ist das, was im Gleichnis der Sonne entspricht und was Urheberin alles Rechten und Schönen und Wahren ist in Platons Ideentheorie. Diese Idee verhilft uns zu Wahrheit und Vernunft. Wie in diesem Claymation-Film wird das Höhlengleichnis oft populär so verstanden als eine Geschichte, die uns erzählen soll, es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Und manche hinterfragen halt das, wie es scheint und finden halt raus, dass es anders ist. Und denen wird dann, wenn sie versuchen, die anderen davon zu überzeugen, wie es wirklich ist, wird ihnen die Glaubwürdigkeit abgesprochen. Das ist irgendwie eine sympathische Geschichte, die viel sympathischer ist als die Geschichte, die Platon eigentlich gemeint hat. Zur richtigen Einordnung muss man sich die Stelle anschauen, auch wo das Höhlengleichnis in der Politeia vorkommt. Nämlich sie kommt vor zwischen der Einführung dieses Konzepts der Philosophenherrschaft, das ich gerade zitiert habe, und denjenigen Abschnitten, wo es um die Erziehung der Philosophenherrscher geht. Und dementsprechend sind die eigentlichen Punkte, um die es in diesem Höhlengleichnis geht, dass nur eine intellektuelle Elite, die durch Ideenschau eben zur Einsicht in die Idee des Guten gelangt, die Regierung innehaben kann. Und es ergibt keinen Sinn für diese intellektuelle Elite,
denjenigen, die diese Einsicht in die Idee des Guten nicht gehabt haben, auch nur versuchen zu wollen, zu erklären, wie die Gründe zum Beispiel für die politischen Entscheidungen sind. Man braucht gar nicht versuchen, mit denen über die Wahrheit zu diskutieren, da sie sie ohnehin nicht verstehen können und nur durch Hass darauf reagieren können. Deshalb zum Beispiel darf man das Volk eben auch belügen. Man darf es nicht nur, man muss es sogar. Man muss ihnen Staatsmythen erzählen und die ganzen Maßnahmen, die man so ergreift, muss man eben in einem paternalistischen Modus ergreifen. Das heißt, ohne die selbstartikulierten Wünsche und Bedürfnisse der von der Herrschaft Betroffenen wirklich ernsthaft in Betracht zu ziehen. Denn die haben ja die Wahrheit nicht geschaut und wissen deshalb eigentlich auch nicht, was für sie am besten ist. Die Philosophen haben zwar, wie er das formuliert, die Pflicht, für die anderen zu sorgen und über sie zu wachen, aber diese Pflicht wird eben in einem auf rein paternalistische Weise erfüllt, also ohne die Bewachten und Umsorgten zu fragen, was sie wollen, sondern nur nach Maßgabe dessen, was man in seiner eigenen Ideenschau für das Richtige und Gute erkannt hat. Die Botschaft des Höhlengleichnisses, wenn wir es Philosophie historisch ernsthaft interpretieren und einordnen, ist also eine Botschaft, die uns nicht mehr so wirklich begeistern kann, möchte ich mal so behaupten. Das Höhlengleichnis ist ein Bindeglied zwischen der Ideenlehre und Platons autoritärer Staatsauffassung. Der gemeinsame Kern oder das verbindende Glied ist eben eine elitaristische Erkenntnistheorie. Nur manchen ist es gegeben, durch Vernunfteinsicht die Wahrheit zu erkennen. Ich möchte noch auf eine andere Seite der Ideenlehre zu sprechen kommen, auf eine weitere philosophiehistorisch sehr, sehr einflussreiche Entwicklung der Ideenlehre, nämlich auf Platons Naturphilosophie im Timaios-Dialog. Der Timaios-Dialog ist mit ziemlicher Sicherheit erst viel später als die Politeia geschrieben worden. Er enthält eine Art platonischer Naturphilosophie. Eine Art Naturphilosophie, sage ich nur, weil der Status dieser Überlegungen, die Platon hier anstellt, etwas rätselhaft bleibt. Das wird alles in Form so einer Art allegorischen Erzählung präsentiert. Und es ist ziemlich schwer zu interpretieren, wo der allegorische Gehalt aufhört und wo der als ernste, substanzielle Naturphilosophie gemeinte Gehalt anfängt. Sie werden gleich sehen, was ich meine. Der Timaios hat eine ganz besondere Bedeutung, weil er von späteren Platonikern besonders begeistert aufgenommen und weiterverarbeitet wird und insbesondere auch deshalb, weil der erste Teil des Timaios später bei den Gelehrten des Mittelalters der einzige im Wortlaut überlieferte platonische Text war über Jahrhunderte. Über Jahrhunderte kannte man eigentlich von Platon im Original nur den Timaios, zumindest in der westlichen Welt. In Byzanz gab es noch andere Schriften, die sporadisch auch von Gelehrten gelesen und kommentiert wurden, aber im lateinischen Mittelalter kannte man eben allenfalls den Timaios und man kannte eben die Weiterverarbeitung platonischen Gedankenguts bei anderen Autoren, bei den Neuplatonikern, aber als Platon-Originaltext hatte der Timaios eben eine besondere Bedeutung. Was im Timaios passiert, ist so eine Art Erklärung dieser Metexis-Beziehung, dieser Teilhabebeziehung durch eine Demiurgenlehre. Da ist die Idee, dass der Kosmos schön ist, dass es spielt eine sehr große Rolle für die Entwicklung der Lehre und geschaffen wurde von einem Schöpfer, der eben bei der Schöpfung die Ideen geschaut hat. Da wird also sozusagen in dieser Geschichte die eigentlich eher allegorisch gemeinte Idee, dass die wahrnehmbaren Dinge Abbilder sind der Ideen, wird jetzt hier ziemlich wörtlich genommen, zumindest in der Geschichte. Die Geschichte wird dem Timaios von Lockroy
in den Mund gelegt. Das ist eine der Figuren in den platonischen Dialogen, bei denen wir nicht genau wissen, ob es den wirklich gegeben hat oder ob er eine rein fiktive literarische Figur ist. Er ist auch in diesem Dialog ein Gesprächspartner des Sokrates, aber er ist eben jetzt mal derjenige, der die Geschichte erzählt. Der Schöpfer wird in Timaios Rede selbst als Handwerker bezeichnet oder Meister, Demiurgos. Und deshalb hat sich für ihn die Bezeichnung Demiurg durchgesetzt. Der Schöpfungsprozess, das ist schon mal ganz klar, kann nicht ernst gemeint sein, also der kann nicht wörtlich gemeint sein, weil Platon an anderer Stelle eben klar macht, dass für ihn die Zeit selbst erst mit der Schöpfung des sinnlich Wahrnehmbaren als in die Welt gekommen ist. Also es kann keinen Zeitverlauf irgendwie, der vor oder auch nur während der Schöpfung abgelaufen ist, gegeben haben. Das ist also klar noch irgendwie allegorisch gemeint. Jetzt wird der Schöpfungsprozess von Weltkörper einerseits und Weltseele andererseits im Timaios genau beschrieben. Und jeweils orientiert sich Platon hier an mathematischen Argumentationsmustern. Ausgangspunkt ist die Sicht und Fühlbarkeit der Welt. Das sind so Ausgangstatsachen. Und Platon schließt, es muss also mindestens zwei Elemente geben, nämlich Feuer und Erde. Feuer eben um die Sichtbarkeit und Erde, das feste Element, um die Fühlbarkeit der Welt sicherzustellen. Jetzt kommt ein sehr interessantes Argument, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie bei Zahlen und Kräften müssen zwei entgegengesetzte Dinge irgendwie zusammengefügt werden, und zwar durch eben eine Analogia, durch so ein Proportionsgesetz, durch eine mathematische Relation mittels eines Zwischengliedes. Und bei Körpern braucht man zwei Zwischenglieder. Das kann man nicht verstehen, wenn man sich nicht ein bisschen griechische Mathematik anschaut. Eine Analogia war in der griechischen Mathematik eben die Verbindung zweier Zahlen A und B durch eine mittlere Proportionale, also durch eine Zahl x, die zu A und B in dem Verhältnis steht, sodass A zu x gleich x zu B ist. Solche Analogiae finden Sie ganz schnell für zum Beispiel zwei quadratische Flächen. Wenn Sie zum Beispiel eine 4 Quadratfuß große und eine 9 Quadratfuß große Fläche haben, dann ist klar, dass die mittlere Proportionale 6 Quadratfuß groß sein muss. Ja? Weil 4 zu 6 ist gleich 6 zu 9. Und das können Sie auch an dieser Gleichung eben sehen. A Quadrat zu AB verhält sich natürlich so wie AB zu B Quadrat. Jetzt ist aber das Problem, und das steckt eben hinter diesem komischen Argument, bei Körpern braucht es zwei mittlere Proportionale. Bei Körpern gibt es nicht so eine einfache Lösung für die Findung der mittleren Proportionalen. Wenn Sie zwischen a hoch 3 und b hoch 3 mittlere Proportionale finden, dann geht es ganz leicht, finden wollen, dann geht das ganz leicht, wenn Sie zwei mittlere Proportionale suchen. Also in diesem Sinn, wie ich es hier gezeigt habe, a hoch 3 zu a Quadrat b ist a Quadrat b zu ab Quadrat und das ist gleich ab Quadrat zu b hoch 3. Aber die eine mittlere Proportionale zu finden, ist natürlich für uns heute kein Problem. Das ist einfach Wurzel aus a hoch 3b hoch 3. Aber Wurzel aus a hoch 3b hoch 3 gab es in der griechischen Mathematik nicht. Zugleich ist diese Herangehensweise eben wirklich typisch für die zeitgenössische griechische Mathematik. Und sie verbindet sich zum Beispiel auch in ganz interessanter Weise mit einem berühmten mathematischen Problem der Zeit, nämlich dem sogenannten delischen Problem, das wiederum auf eine interessante Art und Weise verbunden ist mit dem mathematischen Problem, das wir in der letzten Woche betrachtet haben. Da hat Platon als Beispiel genommen, wie verdopple ich eine quadratische Fläche geometrisch. Dafür gibt es eine einfache Lösung. Aber wie verdopple ich einen Würfel? Durch eine geometrische Konstruktion. Das war das sogenannte delische Problem und war lange Zeit
eben ein viel diskutiertes Problem, bis der auch schon von mir erwähnte Hippokrates von Chios, über den es bei Proklos heißt, dass er eben schon eine Art Schrift, so wie die Elemente des Euklids, verfasst habe. Von dem ist bekannt, dass er das delische Problem zurückgeführt hat auf das Problem zwischen der Seitenlänge des Würfels A und der doppelten Seitenlänge 2a zwei mittlere Proportionale zu finden. Wenn man das macht, dann ist die erste der beiden entspricht der Verdopplung des Würfels. Also wenn man die erste der beiden mittleren Proportionalen nimmt und darüber einen Würfel konstruiert, hat man einen Würfel, der doppelt so groß ist wie der von A aufgespannte Würfel. Und diese zwei mittleren Proportionalen zwischen A und 2a geometrisch zu konstruieren, das war wiederum ein Problem, das von Archytas von Tarent gelöst wurde. Sie erinnern sich, dem Gastgeber von Platon bei seinen Sizilienreisen oder bei seiner Süditalienreise vielmehr. Das heißt, Platon orientiert sich auch hier wieder an der Cutting-Edge mathematischen Forschung seiner Zeit, wenn er seine Überlegungen zur Naturphilosophie anstellt. Er schließt, es muss zwei Zwischenelemente geben, zwischen den äußeren körperlichen Elementen Feuer und Erde und natürlich sind das die schon bekannten Elemente, von Empedokles schon bekannten Elemente, Luft und Wasser. Jetzt kommt es, also ich will jetzt nicht in allen Details versinken, aber diese Elemente müssen aus Dreiecken konstruiert werden. Aber nicht aus irgendwelchen Dreiecken, sondern aus besonders schönen Dreiecken. Und da gibt es zwei Typen, die besonders schön sind, nämlich das rechtwinklige, also sie müssen auf jeden Fall rechtwinklig sein, weil ein nicht rechtwinkliges Dreieck ist garantiert nicht schön. Und das eine ist eben das gleichschenklige rechtwinklige Dreieck, das ist hier Typ B. Und das andere ist genau das rechtwinklige Dreieck, was die Hälfte eines gleichseitigen Dreiecks bildet. Aus diesen Flächen sollen wir jetzt die bestmöglichen Körper konstruieren. Und die bestmöglichen Körper sind reguläre Polyeder. Also konvexe Polyeder, die begrenzt werden von regulären gleichseitigen Flächen, die zueinander konkurrent sind und bei denen an jeder Ecke eine gleiche Anzahl von Kanten aufeinanderstoßen. Platon wusste schon, es gibt genau 5 von solchen regulären Polyedern und diese bezeichnen wir auch heute noch als die platonischen Körper. Und wir gehen davon aus, dass schon ein Schüler von Platon zu Platons Lebzeiten bewiesen hat, dass es nur diese 5 regulären Polyeder gibt. Und das war Theaetetos von Athen. Das schließen wir aus einem Euklid-Scholion von Pappos von Alexandria. Das ist alles vielleicht nicht so wichtig. Aber es liegt nahe, dass sogar das 13. Buch von Euklid, was dann eben erst um 300 zusammengestellt wird, dass dessen, wo die Stereometrie behandelt wird, dass diese Ergebnisse im 13. Buch auf Theaetetos zurückgehen, der eben Platons Schüler war. Also auch hier nimmt er direkt die aktuelle mathematische Forschung auf. Von diesen 5 möglichen Körpern lassen sich jetzt die Flächen, die Seitenflächen, nicht bei allen aus den besonders schönen Dreiecken konstruieren. Nämlich beim Dodekaeder geht das nicht. Der ist von 5 Ecken begrenzt und die kriegt man nicht zusammengebaut aus den schönen Dreiecken. Also lassen wir den Dodekaeder weg und betrachten nur die 4, die sich aus den schönen Dreiecken konstruieren lassen. Und zwar die Seitenflächen konstruieren wir auf diese Art und Weise. Sie sehen, man würde das auch einfacher hinkriegen mit jeweils 2 Dreiecken der entsprechenden Typen. Vermutlich beschreibt Platon diese Konstruktionsweise, um die Symmetrieachsenanzahl zu erhöhen. Also soll alles möglichst symmetrisch sein.
Und dann bekommt man eben die verschiedenen Körper darauf konstruiert. Der Würfel entspricht der Erde, weil der Würfel irgendwie das Festeste ist oder das am festen Stehende von diesen Körpern. Die übrigen Körper werden nach Kriterien der Größe und Schärfe der Kanten auf die übrigen Elemente verteilt. Das Feuer ist dabei am leichtesten, am flüchtigsten und gleichzeitig kann es brennend in die anderen Elemente eindringen und deshalb bekommt das Feuer den Tetraeder, weil es der spitzeste Körper ist, zugewiesen. Das Wasser ist eben das schwerere der jetzt noch verbleibenden beiden Elemente und bekommt deshalb den Icosaeder und die Luft nimmt eine Zwischenstellung zwischen den beiden ein und entspricht eben dem Oktaeder. Es gibt verschieden große Ausführungen der Dreiecke und damit eben auch Polyeder verschiedener Größe. Die entsprechen den vielfältigen Erscheinungsformen der Elemente. So beschreibt Platon zum Beispiel, dass Metalle dem Element Wasser angehören. Sie bestehen aus besonders großen Icosaedern, die erstarrt sind irgendwie, also die aneinander gepackt und erstarrt sind. Aber man kann Metalle eben über dem Feuer schmelzen, weil dann die kleinen Feuertetraeder in die Ritzen zwischen den Icosaedern eindringen und die flüssig machen. Außer all diesen erschafft eben der Demiurg auch eine Weltseele und eine Weltharmonie. Diese Schöpfungsgeschichte ist ein Exempel der mathematischen Musiktheorie zu Platons Zeit. Der Demiurg konstruiert zwei Zahlenfolgen, wobei die eine davon genau der dorischen Tonleiter entspricht. Er legt die beiden Zahlenfolgen wie ein Chi übereinander, also wie ein X, und biegt sie dann nach oben hoch, über dem Überkreuzungspunkt zu Kreisen. Einer der beiden Kreise wird in Bewegung gesetzt, der andere wird in sieben Kreise aufgespalten, die sich in unterschiedlicher Weise bewegen und diese Weltseele, die so konstruiert ist, die wird dann astronomisch interpretiert, sodass eben die Fixsterne, die Planeten, die Sonne und Mond sichtbare Zeichen der Weltseele im Weltkörper sind, nach der Lehre des Timaios. Insgesamt hat diese Lehre einen unglaublich großen Einfluss, nicht nur auf die Neuplatoniker, sondern eben auch auf die spätere Entwicklung der mathematisierten Naturwissenschaften. Schon im Mittelalter wurde der Timaios mit großer Ehrfurcht gelesen. Im Timaios finden wir die stärkste Ausprägung pythagoreischer Gedanken bei Platon, aber eben erkennbar auch Anleihen bei Demokrit, beim Atomismus, eben in dieser Vorstellung, dass den Dingen eine Mikrostruktur kleiner Teilchen zugrunde liegt und die unterschiedlichen Formen dieser Teilchen für unterschiedliche Erscheinungsformen verantwortlich sind und so weiter. Offenbar beruhen sie auf der Aufnahme von Cutting-Edge-Ideen der zeitgenössischen Mathematik, das sagte ich schon. Philosophisch ist diese ganze Geschichte extrem schwer zu deuten. Es ist so ein bisschen wie das, was Marcel Reich-Ranicki über James Joyce gesagt hat, den Ulysses kann man nicht essen, er ist wie ein Brühwürfel, jetzt habe ich es versaut, der Ulysses ist wie ein Brühwürfel, man kann ihn nicht essen, aber jeder kocht sich seine Suppe daraus. Das ist also das Schicksal, das den Timaios in der Philosophiegeschichte auch ereilt hat. Aber es hat eben von Kepler bis Heisenberg viele berühmte Fans des Timaios gegeben. Genug jetzt zu Platon. Jetzt will ich noch ein wenig über seinen bedeutendsten Schüler sprechen. Allerdings eine Bemerkung möchte ich zu Platon noch machen. Nämlich, wir schreiben heute den 8. November und das ist sehr passend, denn in der gesamten Renaissance über wurde am 7. November
der legendäre Geburtstag Platons gefeiert, um Platon zu ehren. Also ich hätte eigentlich diese Vorlesung um einen Tag nach vorne verschieben müssen, obwohl ich ja heute jetzt nicht nur Platon gefeiert habe, wenn man ehrlich ist. Aber das wurde also im Rahmen von Gastmahlveranstaltungen sowie Platons Symposion zelebriert. Immer am 7. November, kein Mensch kann mir so richtig erklären, wie man auf die Idee gekommen ist. Es gibt natürlich keinerlei historische Befunde darüber, dass Platon am 7. November geboren worden wäre, aber das haben die Leute in der Renaissance fest geglaubt. So, damit lassen wir Platon vorerst hinter uns, aber er wird uns, das verspreche ich Ihnen, immer und immer wieder jetzt begegnen. Aristoteles ist Platons sicher berühmtester Schüler. Hier sehen Sie ihn, wie Rembrandt ihn sich 1653 vorgestellt hat, und zwar in Betrachtung einer Büste des Homer. Geboren wurde Aristoteles in Stagera auf der Chalkidiki, damals Teil der makedonischen Herrschaft. Aristoteles Vater soll Leibarzt des Königs Amyntas III. Von Makedonien gewesen sein, also eine bedeutende makedonische Familie. Mit 367, also im Jahr 367 kommt er als 17-Jähriger an die Akademie, an die Platonische Akademie, und bleibt dort 20 Jahre lang. So, könnte ich noch eine wiederholte Bemerkung über die Bologna-Reform machen. Man muss sich das allerdings, darf sich das nicht so vorstellen, dass er 20 Jahre lang dort studiert hat, sondern wenn man in der Akademie war, dann wurde man mit der Zeit eben vom Studenten zum Dozenten auch, und hat Aristoteles sicherlich dort auch schon an der Lehre, an der Akademie teilgenommen, wenn er dort so lange war. Offenbar hat er in dieser Zeit auch schon einige Werke verfasst, und zwar Dialoge im Stile Platons, die wir allesamt nicht mehr besitzen. In der klassischen Zeit waren es allerdings diese Werke, die wir heute nicht mehr kennen, die als einzige bekannt waren von ihm, denn das waren die einzigen, die zu seinen Lebzeiten er schon für die Veröffentlichung bestimmt hatte. Berühmt als Philosoph, so wie heute. Heute ist Aristoteles ganz klar natürlich einer der zwei bedeutendsten Philosophen der Antike. Ganz klar, man kann sich vielleicht darüber streiten, wer von beiden bedeutender ist, Platon oder Aristoteles. Aber danach kommt lange nichts. Diese Berühmtheit hat Aristoteles in der klassischen Zeit vermutlich nicht besessen, sondern sie beruht eben auf Werken, die erst nach seinem Tod Bekanntheit erlangt haben. Neben den Dialogen, die eben für die Öffentlichkeit bestimmt waren, hat Aristoteles auch in dieser frühen Zeit an der Akademie offenbar schon begonnen, Traktate erstmal für sich selbst abzufassen, über bestimmte einzelne Sachthemen. Die hat er wieder und wieder überarbeitet. Sie enthalten oft zunächst mal Darstellungen von dem, was er gelesen hat, systematisch aufgearbeitet, nach einzelnen Sachthemen geordnet. Und deshalb ist Aristoteles auch eine reiche Quelle für die frühgriechische Philosophie, weil er eben immer sehr viel darüber berichtet, was er bei anderen gefunden hat. Diese Vorgehensweise empfiehlt Aristoteles auch ganz ausdrücklich als Arbeitstechnik. Es gibt eine Stelle im ersten Buch der Topik, wo er das beschreibt. Und auch da können wir uns bei Aristoteles eine Scheibe abschneiden. Also, wenn wir Philosophie lesen, dann sollen wir uns selbst immer schon Gedanken machen und die auch schon systematisch sammeln. Und das würde ich Ihnen wirklich auch ganz herzlich empfehlen. Wenn Sie Philosophie lesen und keinen Stift in der Hand haben, dann machen Sie was falsch. Also, in Athen, wo Aristoteles sich also aufhielt an der Akademie, war die Politik Philipps II. Von Makedonien umstritten. Also eine Vormachtspolitik innerhalb von Griechenland, eine makedonische Vormachtspolitik. War nicht so, dass alle Athener was dagegen hatten, denn da gab es eben auch so eine gewisse panhellenische Idee, und den Makedonen wurde als einzigen zu dem damaligen Zeitpunkt zugetraut, die Griechen eben sozusagen zu einen, aber sie war umstritten. Und 347 kommt eine Partei an die Macht mit Demosthenes, dem die Vormachtstellung Athens eben besonders wichtig ist und der ein dezidierter Gegner des makedonischen Vormachtstrebens ist.
Und zu dem Zeitpunkt wird es für Makedonier in Athen ungemütlich. Das merkt auch Aristoteles und er geht dann zu Hemrias von Atarneus und Assos in Kleinasien. Er heiratet dort in die Herrscherfamilie ein, die allerdings bald von den Persern besiegt wird. Innerhalb dieses kleinen Reichs von Atarneus und Assos begibt er sich nach Lesbos, die Insel Lesbos. Das ist die Heimat seines Freundes Theophrast. Und vielleicht beginnt da auf Lesbos Aristoteles lange Zusammenarbeit mit Theophrast. Und zwar vor allen Dingen auf dem Gebiet der Sammlung empirischer Daten. Das ist eine neue Arbeitsweise, die Aristoteles sozusagen systematisch begründet mit Theophrast zusammen. Und besonders hervortun werden sie sich auf dem Gebiet der Biologie, also Zoologie und Botanik. Dort stellen sie systematische Beobachtungen zusammen, auch keine Mühen scheuend. Umfängliche Werke werden verfasst von Aristoteles, die wir auch heute noch zum großen Teil besitzen. Wirklich beeindruckende botanische und zoologische Beobachtungen. Aber auch andere Dinge werden systematisch gesammelt. Zum Beispiel legen sie eine Sammlung von 158 verschiedenen griechischen Verfassungen an. Die Idee ist hier jetzt irgendwie, das philosophische Nachdenken soll auf eine solide empirische Grundlage gestellt werden. Um 342 geht Aristoteles dann als Lehrer des damals ca. 13-jährigen Alexander an den makedonischen Hof, also der spätere Alexander der Große. Und wenn man im Metropolitan Museum in New York ganz nah an den, Rembrandt rangeht, dann erkennt man, dass dieses Goldmedaillon, das Aristoteles da umhängen hat, Alexander den Großen darstellt. Dann etwa 8 Jahre später Rückkehr nach Athen, das mittlerweile praktischerweise von den Makedonen besetzt worden ist. Aristoteles und Theophrast werden dort Lehrer am Lykaion. Es wird immer so kolportiert, sie hätten das Lykaion gegründet. Das stimmt wahrscheinlich nicht, sondern das ist eine Schule, die es bereits gab. Eine eigene aristotelische Schule wird vermutlich erst später gegründet und vermutlich nicht von Aristoteles, sondern von Theophrast. Das ist dann der sogenannte Peripatos, der Wandelgang. Und nach diesem Peripatos-Wandelgang wird aristotelische Philosophie manchmal auch als peripatetische Philosophie bezeichnet. Nach Alexanders Tod 323 gibt es dann einen antimakedonischen Aufstand in Athen. Aristoteles zieht sich nach Chalkis zurück, wo er kurz darauf stirbt. Hier noch einmal kurz die Karte. Hier haben wir also die Chalkidike. Ich glaube, dort ist ungefähr Stagera gewesen, wo Aristoteles herstammt. Zwischenzeitlich, wie gesagt, Lesbos und natürlich immer wieder Athen. Und Chalkis liegt hier auf Euböa, da nahe der Meerenge, die Euböa von Attika trennt. Die Schriften des Aristoteles sind auf wirklich abenteuerlichem Weg erhalten. Er vererbt sein Schrifttum erstmal seinen Schülern Theophrast und Eudemos von Rhodos. Die teilen das irgendwie untereinander auf und schleppen es hierhin und dorthin. Am Ende landet alles, ach nee, das ist ja ganz gut, wir haben hier die Karte, in Skepsis in Kleinasien in einem Keller. Und dort, das ist zumindest die plausibelste Annahme, die wir haben, so wahnsinnig es auch klingt, müssen diese Schriften circa 200 Jahre vor sich hingegammelt haben, bevor sie dann erst im ersten Jahrhundert vor Christus wieder nach Athen zurückkommen. Nach der Eroberung von Athen durch die Römer, 86 vor Christus durch Sulla, beauftragen reiche, gebildete Römer einen sogenannten Andronikos von Rhodos,
die in Athen mittlerweile eben aufgetauchten, bisher nicht bekannten Schriften des Aristoteles doch mal ordentlich zusammenzuschreiben und zusammenzufassen. Das heißt im modernen Sinn eine Werkausgabe zu machen. Und das macht Andronikos dann im ersten Jahrhundert vor Christus, zwischen 60 und 40 vor Christus soll er daran gearbeitet haben. Die heutigen Schriften, Werke und Titel von Aristoteles Schriften gehen alle auf Andronikos zurück. Andronikos hat die Konvolute sortiert und hat entschieden, was zusammengehört in eine Schrift und hat den Titel gegeben und alles geht auf Andronikos zurück. Das zeigt hier natürlich jetzt das Bild nicht Andronikos Ausgabe, sondern eine frühe Druckausgabe aus dem 16. Jahrhundert. Das Corpus Aristotelicum, wir haben ungefähr knapp 50 einzeln betitelte Schriften, von denen ungefähr 30 echt sind. Der Rest entweder nicht, definitiv nicht, oder es ist umstritten. Und ich habe jetzt hier nur eine Auswahl der echten Schriften, die ich einmal kurz bespreche, allerdings jetzt auch angesichts der Zeit nicht im Detail. Wir haben also das sogenannte Organon, das ist eine Schriftgruppe, besteht eigentlich eben aus 6 verschiedenen Schriften, die alle um die Logik drehen, im weitesten Sinne. Da gehören auch methodologische Überlegungen dazu, Überlegungen zu Arbeitstechniken, Argumentformen, auch rhetorische Elemente sind da drin enthalten, aber im Kern eben Logik, und Aristoteles hat die Logik als Wissenschaft erst begründet. Dazu werde ich nächste Woche mehr sagen. Dann gibt es eine ganze Reihe naturwissenschaftlicher Schriften, hier allen voran die Physicae Acroasis, die Physik. Wir haben bei einer Menge aristotelischer Schriften übrigens die allgemeine Gepflogenheit, die mit lateinischen Titeln zu zitieren. Also die De Anima zum Beispiel wird meistens als De Anima zitiert. Das muss man einfach so hinnehmen als traditionelle Tatsache. Deshalb habe ich hier jetzt auch die gängigsten Titel genannt. Das sind auch wiederum nur eine Auswahl der einflussreichsten und bekanntesten naturwissenschaftlichen Schriften von Aristoteles. Also über den Himmel, über Werden und Vergehen, über die Seele, die Geschichte der Tiere, über die Teile der Tiere, über die Bewegung der Tiere, über das Entstehen der Tiere. Die Metaphysik steht hier jetzt erstmal so für sich. Dann gibt es mehrere ethisch-politische Schriften und die Rhetorik und die Poetik wollte ich am Ende auch noch erwähnen. Unter diesen Schriften möchte ich diese drei hervorheben, Physik, die Metaphysik und die nikomachische Ethik, die werden schon eben oft als Hauptwerke, als herausragende Werke wahrgenommen und zumindest für die philosophische Aristoteles-Rezeption spielen sie eine besondere Rolle. Aristoteles zitiert man übrigens immer nach einer bestimmten Ausgabe, der Becker-Ausgabe, die hier im Hintergrund aufgeschlagen ist. Die ist im 19. Jahrhundert entstanden. Das geht bis 1831, hat es angefangen, bis 1870 ist die erste Auflage entstanden. In der Becker-Auflage kommen die echten Schriften, passen in 2 Bände, ja? Allerdings eben mächtige Bände. Und man zitiert eben immer nach den Seitenzahlen der Becker-Ausgabe. Niemals zitieren sie Aristoteles nach irgendeiner anderen Ausgabe. Jede anständige Aristoteles-Ausgabe hat die Seitenzahlen irgendwo am Rand notiert, die Becker-Ausgaben. Und wenn Sie nach der Seitenzahl nach Ihrer Reklamausgabe oder sowas zitieren, dann haben Sie gleich schon gezeigt, dass Sie keine Ahnung haben. Ja? Also, das machen Sie nicht. Ein bisschen Inhaltliches möchte ich auf jeden Fall auch noch zu Aristoteles sagen. Und wie bei Platon möchte ich auch bei Aristoteles damit beginnen, mir anzuschauen, was Aristoteles über die Mathematik sagt. Denn in diesen Dingen, die Aristoteles dort sagt, können wir besonders gut erkennen, wie Aristoteles sich von Platon abhebt. Aristoteles sagt an verschiedenen Stellen was dazu, insbesondere eben in der Metaphysik und in der Physik.
Die Stellen habe ich hier angegeben. Es gibt noch ein paar andere interessante Stellen, wo er einschlägige Dinge sagt. Eine Kerndenkrichtung, die er da einschlägt, ist, dass es irgendwie so etwas wie Ideen gibt, aber sie existieren nicht unabhängig von ihren Instanzen, von den Beispielen in der Erfahrungswirklichkeit, die sie verwirklichen. Zum Beispiel existiert die Idee des Menschen nicht unabhängig von den Menschen, die so rumlaufen. Die Idee des Kreises existiert nicht unabhängig von den kreisförmigen Dingen in der Welt. Separat existierende Ideen, die für sich selbst vorgeschaltet existieren, die lehnt er ab. Sie bedeuten für Aristoteles eine unnütze Verdopplung der Dinge. Eine Verdopplung der Dinge, das ist klar, aber eben auch eine, die nichts bringt, weil die abstrakten Ideen nichts dazu beitragen, die Geschehnisse in der Erfahrungswirklichkeit eigentlich zu erklären. Insbesondere tragen sie nichts zur Erklärung von Werden und Vergehen und Veränderung bei. Können sie ja nicht, so wie sie konzipiert sind. Und das ist für Aristoteles doch das Interessante an der Erfahrungswirklichkeit. Es gibt für Aristoteles nur eine Wirklichkeit, und das ist die Erfahrungswirklichkeit. Und auch die Mathematik handelt von dieser Wirklichkeit, von der Erfahrungswirklichkeit. Die Mathematik behandelt eben tatsächlich die gewöhnlichen Gegenstände, aber eben nur bestimmte Aspekte von ihnen, bestimmte, nämlich quantitative Aspekte, wobei die Mathematik dabei eben von allen anderen Aspekten abstrahiert. So sagt Aristoteles: Wenn den Gegenständen der Mathematik zukommt, sinnlich wahrnehmbar zu sein, sie aber nicht von ihnen handelt, insofern sie sinnlich wahrnehmbar sind, so werden deshalb die mathematischen Wissenschaften nicht Wissenschaften vom Sinnlichen sein, aber ebenso wenig getrennte, selbstständige Wesen außer dem Sinnlichen zu ihrem Gegenstand haben. Kommen ja doch auch dem Gegenstand, dem Lebewesen eigentümliche Affektionen zu, insofern es weiblich und insofern es männlich ist, aber dennoch gibt es nicht etwa ein weibliches oder ein männliches, abgetrennt vom Lebewesen und selbstständig. Und ebenso kommen auch den sinnlichen Körper manche Eigenschaften zu, nur insofern sie Längen und insofern sie Flächen sind. Und diese Eigenschaften, die den Gegenstand zukommen, insofern sie Längen sind, insofern sie Flächen sind, das sind eben die Eigenschaften, für die sich die Mathematik interessiert. Ich habe gesagt, das sind quantitative Aspekte, die Aristoteles meint, dass die Mathematik sie raussucht. Da gibt es eben im 11. Buch der Metaphysik auch noch eine Stelle, wo er sagt, die Mathematiker lassen eben beim Abstrahieren nur das wie viel und das Zusammenhängende übrig. Toposon kai syneches. Das wie viel und das Zusammenhängende, also die Anzahl und das Zusammenhängende, naja, die räumliche Relation, würden wir modern sagen. In der Praxis tun die Mathematiker zwar so, als ob es die Gegenstände auch selbstständig geben würde, Zahlen, Graden und so weiter, aber das tun diese Gegenstände nicht wirklich. Da sagt er in De Anima, so denkt man die mathematischen Gegenstände, die nicht reparat sind, als separate Gegenstände, wenn man sie denkt. Dieses Abtrennen und Verselbstständigen, das ist bei den mathematischen Gegenständen möglich, weil es in der Mathematik tatsächlich um die Eigenschaften der Dinge geht, die nur Form sind. So drückt er das aus im 2. Buch der Physik. Deshalb kann man das in der Mathematik machen und die so abgetrennt betrachten, diese Eigenschaften. Bei allen anderen Eigenschaften ist es gefährlich und irreführend, das zu tun. Weil alle anderen Eigenschaften nicht so sind, dass es nur um die Form und die Form und nicht auch noch irgendwie um den Stoff geht. Bei der Mathematik kann man das machen, weil es nur um die Form, nicht um den Stoff geht. So, als Philosophie der Mathematik ist das sicherlich ansatzweise ganz interessant. Allerdings muss man sagen, dass bei derer Überlegung doch einige Fragen offen bleiben, nämlich gerade die, auf die Platon eine Antwort geben wollte. Ja? Wie ist es möglich,
dass die Mathematik von vollkommenen Kreisen, Geraden, Ebenen spricht, wenn wir in der Erfahrungswirklichkeit gar nicht solche vollkommenen Kreise und so weiter vorfinden. Das hat Aristoteles jetzt noch nicht gesagt. Setzt die Mathematik nicht sogar verselbstständige Gegenstände, denen in der Natur gar keine Exemplare oder Instanzen entsprechen, wie zum Beispiel das regelmäßige 37-Eck? Gibt es ein regelmäßiges 37-Eck? Ja, für die Mathematik auf jeden Fall, natürlich. Es gibt genauso gut wie ein regelmäßiges 7-Eck, gibt es auch ein regelmäßiges 37-Eck. Unabhängig davon, ob das irgendwo in der Natur zu finden ist. Und letztlich auch, wie ist die Frage, wie steht es um den A-Priori-Status der Mathematik, den Platon doch entdeckt hatte? Wie ist das zu erklären? Nun, Aristoteles hat zu all dem zumindest ansatzweise ein paar Ideen. Einerseits sagt er, dass die mathematischen Gegenstände potenziell existieren. Das heißt, sie werden erst aktual existent, wenn sie in der Sinnenwelt realisiert werden, zum Beispiel gezeichnet werden. Also, durch Verwirklichung findet man auch die Eigenschaften der geometrischen Gebilde. Man findet sie nämlich durch Linienziehen. Die Linien sind zunächst bloß potenziell vorhanden, dem Vermögen nach, wie er sich ausdrückt. Warum zum Beispiel beträgt die Winkelsumme im Dreieck zwei Rechte? Weil die Winkel um einen Punkt gleich zwei Rechten sind. Wäre nun die Parallele zu der einen Seite schon gezogen, so wäre die Sache auf den ersten Blick klar. Damit meint er diese Parallele hier. Da wird auf den ersten Blick klar, dieser Winkel ist genau der Winkel, dieser Winkel ist genau der Winkel. Also entspricht die Gesamtzahl dieser drei Winkel der Gesamtzahl dieser drei Winkel und das sind zwei Rechte natürlich. Es wird also offenbar das potenziell Vorhandene gefunden, indem es zur Aktualität gebracht wird. Das ist wichtig. Das potenziell Vorhandene wird gefunden, indem es zur Aktualität gebracht wird. Das heißt, diese Linie existierte schon und zwar potenziell und durch Realisierung wird sie zur Realität gebracht. Es gibt aber diese Linie als potenzielle Linie vorher schon. Und deshalb gibt es auch das 37-Eck, das regelmäßige, egal ob es jetzt aktuell gezeichnet ist oder nicht, es gibt es jedenfalls als potenziell existierendes reguläres 37-Eck. Also, was die A-Priorizität angeht, mit der ich jetzt über die damit jetzt noch nicht gesagt ist, da ist Aristoteles Linie klar. Hier hat er einfach sozusagen eine andere Parteilinie als Platon. Für Aristoteles stammt alles Wissen letztlich aus der Erfahrung. Von der Wahrnehmung von Einzeldingen werden aufsteigend die ersten Prinzipien gefunden, durch Induktion, wie wir das heute formulieren würden. Und dieser Gegensatz zwischen Aristoteles und Platon wird eben berühmterweise durch Raphael in seinem Renaissance-Gemälde, die Schule von Athen von 1511, illustriert, indem er in der Mitte Platon und Aristoteles zeigt. Platon weist nach oben und deutet damit die Vernunfteinsicht in die Realität der Ideen ein und Aristoteles weist sozusagen auf die Ebene der auf die irdische Ebene der Erfahrungsrealität hin und auf das Primat der Sinneserfahrung. Also anhand dieser ersten Beispiele haben wir schon ein paar Grundelemente aristotelischen Philosophierens kennengelernt. Die Unterscheidung zwischen Form und Stoff, die bei ihm eine riesige Rolle spielt. Die Unterscheidung zwischen potenziellem Sein und aktuellem Sein. Nur dem Vermögen nach und der Verwirklichung nach existierenden Dingen und eben die Grundhaltung der Einheit der Erfahrungswirklichkeit und des Primats des Erfahrungswissens. Und an der Stelle werden wir die nächste Woche weitermachen. Vielen Dank.